Kommt halt immer, sag ich mal, so ein bisschen drauf an, wie die Streamer selbst das Ganze irgendwie dann aufziehen, würde ich mal sagen. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Ich habe große Pläne für diese Winde. Ich habe große Pläne für diese Winde. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. So, das sollte reichen. So, guck mal schnell das Ding an. Ne, ja. Man kann sich ja doch daran festhalten. Ja, so, schön. Ich glaube, das brauchen wir. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Ich meine, wenn ich hier nur sitze, kann ich eigentlich, glaube ich, nicht so viel kaputt machen an mir. Wozu? Mag. Von daher. Ja, nicht so viel bewegen. Die nächsten Streams vielleicht mal wieder so ein bisschen okay, beim Gummiball sitzen. Und ein bisschen mit dem Arsch rumwackeln. Muss auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr fürs Becken machen. Für meine Knochen. Siehst du, Sally? Binde. Total nützlich. Das war total nützlich. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Nee, aber sowas wie Mildrift oder so läuft eigentlich auch immer ganz gut. Elijahs hat um die, keine Ahnung, teilweise 6.000, 7.000 Leute im Stream drinne. Und da siehst du eigentlich auch nicht wirklich irgendwie viel Bullshit, dass du gar nicht mehr mitlesen kannst. Und es ist schon ein bisschen schneller dann bei Elijahs, aber... zum Weglaufen sucht. Oh, das ist der stabilste kleine Busch, den ich je gesehen habe. Wie war denn das nochmal? Okay, das war zu tief. Ja, das ist halt der Nebeneffekt. Wenn du halt so viel dann ongoing hast, wird es ein bisschen schwer irgendwann mit der Zeit. Das Ding ist, dass die Deutschen, sag ich mal, ziemlich eigen sind, gerade die Größeren, und keinen Bock haben auf irgendwie Zusammenarbeit oder sonstig irgendwas. Ich habe da schon ziemlich viele eigene gesehen. Moin, 4A, du. Nein, YouTuber eigentlich weniger. Ich lade hin und wieder mal ein paar Highlights hoch, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Main-Fokus, dass ich auf YouTube groß was mache. Weil man auch mehr, sag ich mal, mit euch machen kann. Okay, irgendwo hier ist. Was machst du hier, mein Freund? Oh oh. Oh oh. Ja, könnte der jetzt mal aufhören, dass ich mich um den Scharfschützen kümmern kann? Kann es eigentlich sein, dass hier viel weniger sind als auf den härteren Schwierigkeitsgrad? Was ist mit den ganzen Raketenwerfertypen, die hier waren? Aber willkommen natürlich im Stream. Hier. Oh.
Cool, eine Kette. Ich sag mal, wenn wegen Friend Request, ich hab's zumindest schon mal ausgestellt, aber ich hab viele, sag ich mal, meiner Zuschauer mit drinne. Gerade wenn wir auch in Dark Souls dann Fight Clubs oder so machen wollen, empfiehlt sich dann schon hin und wieder die Leute mal drinne zu haben. Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Ray von Nadine hat sicher Dutzende von Leuten hier. Das Ding mal aufheben. 15 Schuss sind ja gut. Aber ich habe zumindest erstmal alles ausgestellt, damit auch im Stream nicht die ganze Zeit irgendwie alles aufploppt. Da hat man nämlich auch schon so die ein oder andere Geschichte irgendwie, gerade bei Dark Souls oder bei Bloodborne, dass du irgendwie am Zocken warst bei einem Bosskampf und dann kam dauernd irgendwie, du hast eine Nachricht erhalten, hier ist irgendwie was Neues, da ist was, eine Freundschaftsanfrage. Und natürlich haben sich die Nachrichten dann immer über die Helferanzeige gelegt, was dann ziemlich uncool rüberkam an manchen Aktionen. Von daher habe ich irgendwie alle Benachrichtigungen und so etwas so ausgestellt. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal eine Community auf der PlayStation. So, wenn du auf mein Profil gehst, wirst du die, glaube ich, auch sehen. Da nehme ich auf jeden Fall immer gleich alle rein. Komm, komm, mach's da dran. Und kann man auch gerne teilen, die. Hast du Dark Souls 3 und Bock auf Fight Clubs? Oh, oh, Moment, Moment. Ah. Ah. Dark Souls 3 und sowas? Sag mal, Uncharted machen wir bestimmt auch noch ein bisschen was, aber ich denke mal, Doom, der Multiplayer, wird sich auch noch, sag ich mal, lohnen, um damit Viewern was zu machen, gerade wir auch an einer Map gebastelt haben. Und ich gerne auch, sag ich mal, mit euch dann die Capture the Flag Map, an der wir gebastelt haben, auch ausprobieren würde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Wunschparty! Schaffe ich es mir jetzt hier auf die Steine dann zu kommen? Ja, schaffen wir doch. Aber kannst du ja in die Community schon mal kommen. Da gebe ich in der Regel auch mal Updates bezüglich neuer Streams oder wie heute es eine Stunde später anfängt. Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sieht. Verdammt. Also du hast kein Doom und du hast auch kein Dark Souls 3, 4. Ich bin definitiv eigentlich nicht so der Koop-Spieler. Ich mag dann doch lieber so Sachen, wo man sich dann mit den anderen misst. Deswegen so PvP oder, wie gesagt, Doom. Ein bisschen Team-Deathmatch oder sowas mal machen. Wie, was mit Kronk zusammenbringen? Ich kann erstmal nur sagen, kommt erstmal in die Gruppe und dann gucken wir mal weiter. Die Community ist ja auf meinem Profil zu finden. Weiß nicht, wenn du über PlayStation zuschaust, siehst du ja meine PSN-ID 4. Mark, wenn du über die PS4 zuschaust, siehst du es auch. Ansonsten siehst du ja nur meinen Twitch-Namen. Er ist nicht meine ID. Es gibt ja immer mal so Abende, wo ich mal irgendwie Bock habe, irgendwie so ein paar Runden World of Tanks oder sowas zu zocken. Das mache ich dann aber meistens off-cam. Das haben wir bisher noch nicht im Stream und werden wir wahrscheinlich auch nicht im Stream machen. Oder mal solche Geschichten. Muss ich mich mit denen anlegen? Ich muss mich nicht mit denen anlegen. Ich kann eigentlich auch getrost sagen, fickt euch und fahr einfach. Ich fahre mir jetzt hoffentlich nicht hinterher. Verdammt. Musste ich mich doch mit denen anlegen? Meinst du Rainbow Six Siege? Nein. Das habe ich leider nicht. Sam, wenn dir dieser Wachmann gefallen getan hat,
Ich muss mal die PSN-ID irgendwie ins Dings setzen. Ich muss die PSN-ID vielleicht mal auf Dings runtersetzen, aber. Mussten wir hier nochmal. Ich glaube, wir mussten irgendwie hier hoch, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Nein, ich glaube, man muss hier gar nicht anhalten. Wie gesagt, ich bin weniger eigentlich so der Koop-Spieler oder sowas viel. Das nächste Dilemma wäre, dass ich die meiste Zeit gar nicht wirklich online zocken könnte mit irgendjemandem, weil die meiste Zeit, wenn ich hier im Internat bin, ist die Leitung doch etwas dürftig, die wir hier haben. Das haben wir schon beim Doom-Zocken gemerkt, irgendwie gerade auch dann im Stream. So. Aber hier wirst du auf jeden Fall immer mal Challenge-Runs oder irgend so ein Kram aussehen. Herausforderungen. Die harten Schwierigkeitsgrade mit ziemlich viel Leiden mit eingeschlossen. Bevor ich ja jetzt Bevor ich jetzt ja hier jetzt den 6-Stunden-Run angegangen bin. Verdammt, ich hab vergessen. Haben wir ja auch schon auf extrem schwer gleich zu Anfang durchgespielt. Ja, wo ging's jetzt nochmal hoch? Hier ging's hoch. Ja, ganz vergessen, die Kiste mit rüber zu nehmen. Hey, sei vorsichtig, Junge. Deswegen machen wir jetzt mal den 6-Stunden-Run oder beziehungsweise den Run in unter 6 Stunden für die Trophäe. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Wenn wir jemanden dann durchsehen, werden wir mit Sicherheit auch in Dark Souls nochmal ein, zwei Challenges machen. Kommst du klar? So, schöner Kampf. Ich schaff's schon. Ich meine, Button Mashing. Du machst das super, Junge. So, den pfeffern wir gleich mal eine Granate oben rein. Was? Wieso ist die Granate nur runtergeflogen? Oh, das war uncool. Kurz hier drüben. Oh, Bankowski, alles frisch bei dir. Oh, zwei Headshots in Folge. Oh komm, die zwei Headshots waren nice. Noch ein Headshot. Oh, shit. Ohoho, wo kommt der denn her? Wo kommt dieser kleine Freund denn her?